In einer Ära der Digitalisierung und technologischen Innovationen werden auch die Strukturen in Unternehmen neu gedacht. Bei dem Einsatz von KI-Systemen in Gesellschafterversammlungen entstehen viele neue Fragen. In diesem Video besprechen wir, was uns bei der Nutzung von KI-Bots in virtuellen Gesellschafterversammlungen erwartet und welche rechtlichen Risiken für Gesellschafter und Investoren entstehen können. Hallo, mein Name ist Boris-Jan Schiemzig von der Kanzlei Rose & Partner. Ich bin Fachanwalt für Gesellschaftsrecht und beschäftige mich mit wirtschaftsrechtlichen Themen. Heute geht es bei uns auf dem Kanal um die schöne neue Welt. Es geht um künstliche Intelligenz, konkret um sogenannte Large Language Models, die von einzelnen Gesellschaftern in virtuellen Gesellschafterversammlungen eingesetzt werden können. Hier ein kurzer Überblick zum Thema. Das erwartet uns. Wir starten mit einem Überblick zur virtuellen Gesellschafterversammlung. Danach gibt es ein kurzes Briefing zu KI-Systemen. Und dann drittens widmen wir uns der Frage, wie KI in den Gesellschafterversammlungen eingesetzt werden kann. Dann wird es rechtlich. Wir stellen uns die Frage, wie der KI-Einsatz gesellschaftsrechtlich bewertet wird. Abschließend sprechen wir über den Schutz von Gesellschaftern und Investoren und die technische Umsetzung. Lassen Sie uns mit der virtuellen Gesellschafterversammlung beginnen. Der Gesetzgeber hat vor wenigen Jahren das GmbH-Recht so geändert, dass Gesellschafterversammlungen auch per Internet virtuell abgehalten werden können. Heute nutzen nicht nur Start-ups die Online-Versammlungen, auch große börsengelistete Aktiengesellschaften nutzen virtuelle Versammlungen aus Kosten- und Effizienzgründen. Wenn Sie sich für das Thema virtuelle Gesellschafterversammlungen interessieren, empfehle ich Ihnen dieses Video. Wir können festhalten, dass die Digitalisierung auch die Art und Weise, wie Gesellschafterversammlungen abgehalten werden, stark verändert. Die nächste Stufe der Entwicklung wird stark durch KI-Systeme getrieben. Und damit sind wir mitten im KI-Thema. Bevor wir aber so richtig einsteigen, jetzt einmal ein paar Basics zu KI-Modellen und LLM-Bots. Die KI, also die künstliche Intelligenz und insbesondere die LLMs, also die Large Language Models wie ChatGPT von OpenAI, Bard von Google, Llama von Meta, sind in der Lage, auf der Grundlage von ungeheuer großem Datenmaterial, Mustererkennung und computergestützten Training komplexe Fragen von Menschen in Echtzeit zu beantworten. Sie vermitteln den Eindruck, dass die Maschine den Menschen versteht und mit Menschen kommunizieren kann. Aufgrund ihrer Fähigkeit, auf komplexe Fragestellungen blitzschnell zu antworten, lassen sie sich auch in digitalen Räumen wie virtuellen Gesellschafterversammlungen von Gesellschaftern quasi als Unterstützungsagenten einsetzen. So kann ein auf Finanzfragen und Unternehmenshistorie trainierter KI-Bot zur rechten Hand des Gesellschafters werden. Ein Beispiel wäre die blitzschnelle Beantwortung der in einer Versammlung auftretenden Frage, wie hoch die Gewinnausschüttung in den letzten 8 Jahren war und wie sich dies zum Cashflow des Unternehmens im gleichen Zeitraum verhält, wobei der Bot sogar außergewöhnliche Impacts in 2 Jahren in Echtzeit herausrechnen könnte. In Versammlungen könnte ein KI-Bot also sehr schnell kaufmännische Entscheidungshilfen bieten und sogar als rechtlicher Ratgeber fungieren. Er könnte zum Beispiel schnell rechtliche Risiken bei der Umgestaltung eines Cashpools in einer Unternehmensgruppe berechnen, etwa Verstöße gegen die gesetzliche Eigenkapitalerhaltung vorhersagen. Wenn wir gerade beim Thema Recht und KI sind, eine Hintergrundinfo zum Schmunzeln. Bereits eine frühere ChatGPT-Version von OpenAI hat unlängst das Anwaltsexamen in den USA bestanden. Was das genau für die Anwaltsbranche bedeutet, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Jedenfalls wird es jetzt zunehmend auch rechtlichen Support von AI-Bots geben. Also kommen wir zu der Frage, wie genau könnten die KI-Bots in Online-Gesellschafterversammlungen eingesetzt werden? Ich sehe insbesondere 2 Formen, wie ein Gesellschafter eine trainierte KI in einer Online-Versammlung einsetzen könnte. Auf der einen Seite kann der Gesellschafter die KI als Begleiter, als aktiven Assistenten in die Versammlung mit reinnehmen.
Auf der anderen Seite wird der Bot schon sehr bald den Gesellschafter komplett ersetzen und vertreten können. Gegebenenfalls werden die anderen Mitgesellschafter gar nicht realisieren, dass sie mit einer KI kommunizieren, diskutieren und verhandeln. Kurz zur ersten Variante des Assistentenmodells. Der den Gesellschafter begleitende Bot, der mit unternehmensinterner vollgepumpt ist, analysiert die gesamte Kommunikation in der Versammlung und bietet seinem Gesellschafter Lösungsvarianten zu spezifischen Fragen. Auf diese Weise lässt sich der Versammlungsprozess effizient gestalten. Der Gesellschafter profitiert von einer verbesserten Verfügbarkeit von Informationen und Lösungsansätzen. In absehbarer Zeit wird das Unternehmen selbst und jeder Gesellschafter einen eigenen KI-Assistenten haben. Die Folge wäre, dass die KI-Bots dann auch direkt miteinander kommunizieren werden. Sie werden auch gegeneinander konkurrieren, um den Interessen ihres Prinzipals zu entsprechen. Ich gehe davon aus, dass sich der Einsatz solcher KI-Assistenten in der Unternehmenspraxis sukzessive durchsetzen wird. Das ist der eine Entwicklungsstrang. Der andere Entwicklungsstrang ist dann der Einsatz eines autonomen digitalen Zwillings eines Gesellschafters in der virtuellen Versammlung. Die Softwaresysteme sind heute schon in der Lage, Deepfakes im dreidimensionalen Raum zu schaffen. Die Entwicklung auf diesem Feld ist rasant. Hier stellen sich verschärfte rechtliche Fragen und Probleme. Kommen wir zu den rechtlichen Überlegungen beim KI-Einsatz in der Online-Gesellschafterversammlung. Wird die KI als Assistent von einem Gesellschafter eingesetzt, haben wir natürlich datenschutzrechtliche Aspekte. Insbesondere, wenn die gesamte Versammlung vom Bot aufgezeichnet wird, um etwa das spätere Versammlungsprotokoll zu verfassen oder zu verifizieren. Wenn aber im Vorfeld der Versammlung alle Gesellschafter sich mit dem Einsatz eines oder mehrerer KI-Bots einverstanden erklärt haben, halten sich die rechtlichen Probleme in Grenzen. Hier unterstelle ich, dass sich der Einsatz des KI-Assistenten in den Versammlungen bei entsprechender Satzungsgestaltung rechtlich legitimieren lässt. Jedenfalls werden einstimmig gefasste Satzungsregelungen rechtliche Probleme beseitigen können. Begleitet der KI seinen Gesellschafter nicht, sondern ersetzt ihn, verkompliziert sich die Rechtslage. Die Einführung von digitalen Zwillingen, die in der Lage sind, Gesellschafter zu imitieren, wirft zum Beispiel die Frage auf, sind Beschlüsse, die von unmenschlichen Softwarebots getroffen werden, rechtlich überhaupt wirksam? Wir müssen beachten, dass der Gesellschafter selbst gar nicht anwesend ist und im Zweifel gar nicht weiß, wie sein KI-Bot für ihn bei den einzelnen Tagesordnungspunkten abgestimmt hat. Man wird sich also fragen, ob der Bot den Gesellschafter bei der Beschlussfassung überhaupt rechtlich vertreten kann. Die rechtliche Stellvertretung ist eigentlich nur unter rechtsfähigen Menschen möglich. Der Bot als autonom agierender Stimmrechtsvertreter begegnet erheblich rechtlichen Bedenken. Wenn KI-Bots autonom für Gesellschafter abstimmen, werden auch die Registergerichte eine Eintragung der Beschlüsse ins Handelsregister, etwa die Bestellung oder Abbestellung von Geschäftsführern, mit großer Sicherheit nicht ohne weiteres akzeptieren. Das Problem mit dem Handelsregister ergibt sich bereits heute schon, wenn echte Gesellschafter per App oder Legal Tech Tools Beschlüsse fassen wollen. Allerdings glaube ich, dass man mittels einer klugen Gestaltung des Gesellschaftsvertrags den rechtlichen Weg für die KI-Abstimmung wird freimachen können. Überdies erwarte ich, dass der Druck auf den Gesetzgeber sich zunehmend verstärken wird und er den KI-Einsatz auch im europäischen und deutschen Wirtschaftsrecht erleichtern wird. Abschließend möchte ich gerne darauf eingehen, wie Gesellschafter und Investoren geschützt werden können, wenn ein KI-Bot als digitaler Zwilling eingesetzt wird, ohne dass der Gesellschafterkreis darüber informiert wird. Stellen Sie sich vor, dass ein KI-Bot autonom bei der Beschlussfassung entscheidet und die Mitgesellschafter ahnen gar nicht, dass die KI handelt. Entscheidender und zentraler Aspekt ist die Transparenz in digitalen Räumen. Was passiert also, wenn Investoren und Gesellschafter die KI-Bots von echten Menschen nicht mehr unterscheiden können? Müssen die Gesellschafter in virtuellen Gesellschafterversammlungen informiert werden, ob sie mit einem KI-Bot oder einem echten Gesellschafter interagieren?
Diese Frage wird man meines Erachtens mit einem Ja beantworten müssen. Ich meine, dass ein KI-System sich nie als Mensch verkaufen darf, insbesondere wenn weitreichende Entscheidungen diskutiert und beschlossen werden müssen. Identitätstäuschungen führen immer zu Vertrauensproblemen. Man muss keine große rechtspolitische Diskussion starten. Solche Identitätstäuschungen durch KI-Bots würden über kurz oder lang die nötige Governance sprengen. Wenn ich im Gesellschafterkreis über riskante Maßnahmen entscheiden muss, die zum Beispiel in einem finanziellen Fiasko oder einer Strafbarkeit münden können, will ich als Investor schon wissen, ob mein Mitgesellschafter die Entscheidung höchstpersönlich getroffen hat oder ein Computer auf der Grundlage von mathematischen Stochastik eine Entscheidung herbeigeführt hat und der Mitgesellschafter sich später sogar auch hinter dem KI-Einsatz verstecken kann. Wenn solche Identitätstäuschungen durch KI-Systeme möglich sind, bedarf es technischer Lösungen, die die Gesellschafter schützen. Viele Startups arbeiten an technologischen Lösungen zum Problem der Audio- und Video-Deepfakes. Teils sind die Konzepte auf den ersten Blick sehr skurril. Viel Furore hat zum Beispiel das WorldCoin-Projekt gemacht. Durch einen Augenscan der gesamten Menschheit sollen echte Menschen von virtuellen KI-Doppelgängern unterschieden werden. Abschließend nochmal zusammengefasst. Der KI-Einsatz bietet in GmbH-Gesellschafterversammlungen viele Chancen. Effizienzsteigerung und vor allem die Möglichkeit, auf fundierte Informationen in Echtzeit zuzugreifen, können erhebliche Vorteile bieten. Wichtig ist, dass man sich rechtzeitig um die passenden vertraglichen Rahmenbedingungen bemüht, die Interessen aller Stakeholder sicherstellen. Als große Herausforderung wird sich beim KI-Einsatz die Durchsetzung von Transparenz darstellen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss und bis zum nächsten Mal.